Lieben, ich bin mir zu 100% sicher, dass dieses Thema hier heute von jedem von euch mal betroffen hat. Und zwar, wovon rede ich? Von dem Thema Mückenstiche, Schnaken. Egal, ob ihr in Deutschland seid, egal, ob ihr im Ausland, in Italien, wo auch immer seid. Schnaken sind ein absolutes Thema. Wir hatten bis jetzt Glück und sind verschont geblieben. Allerdings, ja, hat es uns jetzt ein bisschen verlassen und wir sind ganz schön drangsaliert worden. Und ja, ich wollte mal euch Alternativen zeigen, wie ihr Mückenstiche bekämpfen könnt oder was ihr generell auch tun könnt, damit sie vielleicht gar nicht in die Wohnung kommen. Und ihr braucht dafür keine Chemiekeule. Ihr braucht auch nicht diese Dinger, die man da drauf hält, die dann irgendwie das Eiweiß schmelzen sollen, die unheimlich heiß werden, habe ich mal festgestellt. Das hat mich mal jemand probieren lassen. Es gehen ganz einfache Dinge, die jeder zu Hause hat und auch unterwegs eigentlich so gut wie immer dabei hat, behaupte ich jetzt mal. Und welche das sind, das möchte ich euch heute mal zeigen. Und zwar haben wir als erstes die Zitrone. Die Zitrone, wenn ihr einen Mückenstich habt, einfach ein bisschen Zitronensaft erstmal drüber träufeln über den Stich. Das desinfiziert, das löst das Gift auf und dann halt eben nochmal einfach die Scheibe einen Moment drauflegen. Das kühlt und diese ganzen ätherischen Öle wirken Wunder darauf. Dazu die Zwiebel. Jeder hat sie. Man kocht mit einer Zwiebel, egal ob zu Hause, ob unterwegs. Genau das Gleiche. Die ätherischen Öle der Zwiebeln, die eliminieren das Gift, die lösen das quasi auf, desinfizieren und kühlen auch noch ein bisschen. Also absolut mega. Was gegen das Jucken gut hilft auch, Aloe Vera. Das ist wirklich, die Pflanzen haben ganz viele zu Hause, selbst die könnt ihr nehmen, wenn ihr die abschneidet und einfach ein bisschen drüber reibt. Das hilft unheimlich gegen das Jucken, selbst wenn ihr einen Sonnenbrand habt, mal, dass ihr zu lange in der Sonne wart, das gibt Feuchtigkeit für die Haut, absolut gut. Und alles, was ich euch jetzt zeige, verlinke ich euch auch nochmal unten unterm Video, außer die Zitrone und die Zwiebel natürlich, aber das verlinke ich euch auch nochmal und das haben wir zum Beispiel immer dabei. Dann haben wir, was auch gut hilft, Arnika-Salbe. Arnika ist auch total super, das hemmt das Jucken, das heilt, genauso wie, wenn ihr kein Arnika habt, Kamillesalbe, Kamille-Teebeutel. Also das ist alles, das lindert diesen Juckreiz und die Entzündung unheimlich. Was ihr tun könnt, wenn ihr wisst, ihr geht irgendwo hin und da werden sehr wahrscheinlich, keine Ahnung, an den See, in den Wald, auf eine Feier, wie auch immer, Mücken sein, Schnaken sein, Apfelessig. Ich habe mir den jetzt hier abgefüllt, weil ich den von zu Hause mitgenommen habe. Wir haben da so einen speziellen in riesen Kanistern und den habe ich mir abgefüllt. Und wenn ihr da ein Wattebett nehmt, das eintunkt und auf der Haut verteilt, keine Angst, es riecht nicht ewig nach Apfelessig. Ihr geht nicht irgendwo hin und die Leute nehmen 10 Meter Abstand. Aber die Schnaken, die können das trotzdem noch riechen. Und das hilft auch, dem vorzubeugen. Nicht gegen jede Schnake, also es wird euch wahrscheinlich trotzdem eine vielleicht oder zwei, drei noch stechen, aber sie werden nicht mehr in so einem Hauf gebündelt. Und natürlich auf jeden Fall, was auch immer hilft und für alles gut ist, kühlen. Diese Kühlpacks haben die meisten zu Hause oder auch unterwegs. Und wenn ihr die nicht habt, Tiefkühlkost. Was weiß ich, eine Packung tiefgekühlte Erbsen oder so. Erstmal drauf, dann klingt die Schwellung ab und das hilft auch sehr, sehr gut. Was ich noch von meiner Oma weiß, und das ist wirklich auch super, Kaisernatron. Kaisernatron, ein bisschen Kaisernatron in Wasser einrühren, dass ihr so eine Paste habt. Natürlich könnt ihr das jetzt nicht machen, wenn ihr, keine Ahnung, noch mal weg wollt. Das müsst ihr machen, wenn ihr dann halt daheim seid und ihr wisst, okay, ich muss mich jetzt erstmal nicht bewegen. Kaisernatron da so ein bisschen reingerührt und dann da drauf. Auch super mega gut. Und zu Hause oder auch im Camper. Im Camper weniger, weil wir hatten bis jetzt hier Glück mit unseren Schnakenfenstern. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich ja, unsere Öle leider zu Hause vergessen habe. Aber ihr könnt in euren Räumen entweder holt ihr euch die Kräuter auf dem Balkon, auf die Terrasse, aufs Fensterbrett, sei es Lavendel, Basilikum, Rosmarin, Eukalyptus. Das ist wunderbar, dass es die Schnaken, die Mücken erstmal ein bisschen weghält. Einfach ein paar Tropfen in eine Schüssel Wasser,
super mit den Tropfen. Und ja, Eukalyptus könnt ihr euch sogar das Öl auch auf die Schnakenstiche machen, aber nicht bei Kindern, weil das brennt im ersten Moment so ein bisschen. Da ist es nicht ganz so geeignet. Aber das sind so Sachen, wo ich mir denke, da muss es nicht immer gleich die Chemiekeule sein. Und zum Beispiel die Arnika, Kamillecreme, das hilft besser als jedes, ich darf es jetzt ja nicht nennen, was man so teilweise in der Apotheke bekommt, weil auch das habe ich nämlich mal getestet, ob das wirklich so ist. Weil bei manchen Dingen denkt man, naja, lass die mal reden, was soll denn das sein, das hilft ja eh nicht. Es hilft wirklich und es hilft besser sogar noch. Und das war mir wichtig, weil ja, es muss nicht immer die Chemiekeule sein. Ja, und das war jetzt so von mir meine Tipps für euch, für die Jahreszeit, für die Schnaken und die Mücken. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt es mir in die Kommentare. Habt ihr vielleicht noch andere Hausmittel, wo ihr sagt, ey Pia, das ist auch super gut. Hat meine Oma mir schon gesagt oder habe ich ausprobiert. Wird mich interessieren, weil sowas hilft immer weiter und zwar uns allen, weil wir alle das gleiche Problem haben. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, tut nicht weh, drückt die Glocke, damit ihr kein Video verpasst. Und bis zum nächsten Mal, Camp Your Life. Tschüss!